Wunderschönen guten Tag und willkommen zum letzten Let's Play in diesem Jahr. Nein, nachher kommen noch Town of Salem Folgen. Willkommen zurück zu Ben und Ed, heute am 31.12. Ab sofort, die Information kommt Ben und Ed Montag, Donnerstag und Sonntag, bis es durchgespielt wird. Immer 20 Uhr, für diejenigen, die sich für das Spiel interessieren. Und jetzt rein in Eat, Eat, Eat. Lasst es uns laden, du Chicken. Und mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Okay. Hinter mir ist schon mal nichts. Dann schauen wir mal, wir haben hier wieder irgendwelche Tingeltangel-Dinger. Wow, ordentlicher Schlag. Aber kein Problem. Wir schaffen... Das war unschön, dass er von der Seite kommt. Aber okay. Also, wir müssen jetzt ganz kurz hier mal so ein bisschen... Es scheint ja echt so, als müsste man hier was planen, wie du durchgehst. So. Ducken macht keinen Sinn. Also eigentlich muss ich mit ihm laufen. Okay. Wir müssen zuerst links und dann rechts laufen. Genau. So. Zurück, zurück, zurück. Da kommen nämlich ein paar Seitenkugeln. Ja, ich heiße euch willkommen hier zurück bei Ben und Ed, wie schon mal gesagt. Mit dabei natürlich unser Zombie-Freund. Wir laufen ihm hinterher und überspringen das und das und dann nehmen wir die Dosen mit. Mehr habe ich nicht übersehen? Nein. Da geht's weiter runter. Schön, wie er den Mund aufmacht für uns. Sollen wir da jetzt rein, oder was? Sieht so aus. Ich springe jetzt einfach mal rein. Hallo? Stehen Sie auf? Gut, hier ist nichts. Oben dürften wir auch nichts verpasst haben, oder? Nö, ich sehe nichts. Ja, dann gehen wir einfach mal hier jetzt immer Schritt für Schritt runter. Hier ist ebenfalls nichts. Hier ist auch nichts, aber hier unten wird es auch langsam eng. Wir gehen mal ein bisschen darüber, würde ich sagen. Hier so, guten Tag, ganz kurz den Helm gehoben. Hier ist nichts und da unten ist unser Checkpoint. Dann gehen wir mal hier hin. Wunderbar! Checkpoint complete, ich hätte einfach runterspringen können. Aber wir sind ja vorsichtig. Wir sind vorsichtige Zombies. Hier, schauen, da ist keine Dose. Vorsichtige Zombies müssen aber ab und zu einen Schlag auf den Kopf bekommen. Sonst wird das nichts. Nein! Viel zu weit zur Seite gesprungen. Ich finde es mit dem Springen ab und zu ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Weil die Stärke dann doch extrem ist. Also, man macht ganz schöne Sprünge, auch wenn du nur so ganz leicht zur Seite willst. Weil er halt so hoch springt, dann musst du dementsprechend die Stärke im Prinzip bestimmen, indem du entscheidest, wie weit du drückst, oder wie fest du die Richtung drückst. So, warten. Zu lange gewartet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Weihnachten gut überstanden habt. Das ist kein Problem. Wir sind ja ein Zombie, der sowas aus... Das... Und was ist hier los? Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden. Und freut euch schon hier heute Abend, je nachdem, was ihr macht. Ordentlich Party oder so. Der ist auf jeden Fall zu tief, da können wir nicht unten durch, aber wir könnten vorlaufen. Zack. Und dann weiter und dann einfach durchziehen. Sehr gut. Nächste Dosen haben wir. Kommt schon wieder so ein Mund her. Habe ich da oben was verpasst? Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Ich will aber jetzt nicht mehr zurückgehen, weil ich jetzt schon hier bin. Und wunderbar, Checkpoint complete. Wenn du hier daneben springst, ist das richtig assi. Weil, dann zerschmetterst du, musst aber wieder oben anfangen, weil du den Checkpoint nicht erwischt hast. Das ist ja unfair. Da hat sich der Hans-Showmaster schon ganz schön was überlegt. Wunderbar, wie ich das time. Genau im richtigen Moment stehen geblieben, aber zu früh losgegangen, wie es aussieht. Das war auch Zufall. Ich wollte mich gerade ein bisschen die Musik auf meinem Kopfhörer leiser machen. Aber ein Tick zu laut. So. Wir nehmen natürlich hier beide Dosen mit. Ganz klar.
Bums, einmal drauf springen, einmal warten, okay. Schön reagiert, oder? Aber das war natürlich extrem dumm. Ist der Körper noch da? Der ist noch da, alles gut. Hallo. Ganz kurz warten und weiter geht's. Wow, was hier ein bisschen krass ist, man hat ja echt hier so glückliche Gegenstände, wo man nicht durchkommt. Ich bitte auch zu entschuldigen, falls man die Tastatur zu extrem hört, bei den Anschlägen, toll. Die Tastaturanschlägen, aber ich habe diese Dose mitgenommen. Ich kriege die nicht immer alle komplett rausgefiltert, nachhinein, wo ich das versuche, weil mich persönlich sowas ja auch stört, ungemein. Ganz kurz warten. Okay, und weiter geht's. Dann haben wir wieder so eine schön seitlich angebrachte Schachtel-Dingens. So, einmal durchziehen und zack. Aber wir haben die Dosen mitgenommen und wir warten ganz kurz. Verdammt, überholen wollte ich sagen. Lauf natürlich voll dran vorbei und wir wollen nochmal von vorne anfangen. Also, von dem Checkpoint natürlich. Ich will meinen Checkpoint, meinen nächsten. Und einmal ducken. Das war so ein schöner Lauf bis dahin gerade. Wir sind jetzt mal in einem Run. So, einmal hier. Kein Problem. Wir können noch so vorwärts kommen. Nur wir können nicht mehr springen. Deswegen starten wir nochmal neu. Nicht gerade einfacher geworden. So. Einmal durchziehen. Okay, jetzt ganz kurz warten. Dann Sprung und Sprung. Durchziehen, ducken. Sprung, durchziehen, Sprung, durchziehen, ducken. Sprung, durchziehen, ducken, stehen bleiben und Checkpoint. Na also. Oh, jetzt haben wir hier lauter Clown-Gesichter. Freut mich sehr. Hallo. Okay. Oh, zu kurz. Muss man da vielleicht werfen? Muss ich den Kopf werfen oder wie komme ich da runter? Ah, warte mal. Eventuell. So? Ja. So, alles klar. Kein Problem. Wo ist das nächste? Das ist im Prinzip diese Plattform hier, würde ich sagen. Aber wir... Dankeschön, Ed. Schön aufgepasst. Ich würde sagen, jetzt hier hin. Psychopath. Irgendjemand ist ja sicherlich ein Psychopath. Da haben wir eine Möglichkeit. Ansonsten sehe ich keine wirkliche. So. Einmal die Dosen mitnehmen. Nummer 11 in dem Level. Hier unter uns ist was. Da haben wir noch einen Warm Dead, den wir drauf landen können. Und dann hier drüben hin. Ja, hier einmal geradewegs runter, bitte. Okay. Oh, das war knapp. Fast zu weit. Die Dosen nehmen wir mit und perfekt. Nächster Checkpoint. Sehr schön. Wow, was für ein bösartiges Level. Hier bewegt sich alles. Oh Mann. Okay, der hat genau die Kopfhöhe. Das ist natürlich richtig unschön. Okay, 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 okay. Kann man nach da springen. Und dann kommt er von da. Coole Sache, aber wir sind noch halb aktiv. Nee, wir können nichts mehr machen. Wow, das wird jetzt richtig unfair hier mit diesen 1000 Seiten, die unterwegs sind, die sich bewegen. Und ich weiß auch nicht, ob ich da unten noch diese schrägen Dinger drauf kann. Wie hier. Die sind ja nicht beleuchtet in irgendeiner Art und Weise. So, das ziehen wir erstmal hier ganz kurz durch. Verdammt. Aber der kann noch. Okay. Ja, der kann noch. Ziehen wir mal hier rüber. Wir wollen nämlich dann wechseln, wenn die hier kommt. Wenn das überhaupt die richtige ist. Ja, aber falsche Seite natürlich.
Kein Problem, wir schaffen das mit einem Arm. Wir müssen nur hier drüben ankommen. Und jetzt muss ich warten, bis hier der nächste Treffer ist. Da unten kann ich auf jeden Fall drauf, weil da ist eine Dose. Es wäre sehr unfair, wenn das nicht gehen würde. Aber ganz nach unten geht nicht. Sehr interessant. Man muss schauen, wo kann man denn drauf? Einfach mal einmal ins Nichts springen ist immer eine gute Idee. So, da unten ist auch eine Dose. Jetzt nicht ganz so überhastet vorgehen. Konzentriert wie bei dem vorherigen Part, wo wir schauen mussten, wo können wir drauf und wo können wir nicht drauf. Dann schaffe ich den Sprung nicht. Das ist auch gut. Okay, haben wir. Jetzt gehen wir hier mal vor, machen hier den Sprung. So, Problem ist jetzt eher, ich weiß nicht, ob ich von da unten wieder hochkomme. Wenn ich hier jetzt diese Dosen mitnehme, komme ich da wieder hoch? Oder ist das eher so ein Part, wo man jetzt sagt, ja, entweder du holst die Dosen oder du lässt es halt sein. Mehr ist hier nicht. Hier hinschauen, aber ich glaube, ich habe alle Dosen erwischt, die ich so jetzt sehen kann. Ist hier noch was? Nö. Das können wir natürlich ganz einfach machen. Wir stellen uns davor, wo wir quasi hergekommen sind. Da. So, und jetzt, da wir nicht den Sprung nach oben schaffen werden, schmeißen wir einfach unseren Kopf da hoch zu Ben. Genau so. You made it! 11 Minuten haben wir dafür gebraucht. Leider nur 14 Dinge geschafft. Errungenschaft Free TV. Schön. Level complete. Und jetzt kommt Level 9. Moonshine Dead Zone. Wir brauchen für das nächste Level 120 für Nummer 10. Wahrscheinlich ein Bonus-Level. Und dementsprechend müssen wir mal schauen. Wir haben noch ein Bonus-Level übrig. Vielleicht machen wir es so. Ich überspringe die Bonus-Level immer, wenn ich sie freischalten kann. Wenn ich sie nicht freischalten kann, brauche ich sie, muss ich eh überspringen. Und dann mache ich mal einen Part nur mit Bonusleveln. Ich glaube, das ist gar nicht immer so ungut. Und wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach weiteren Dosen. Weil ich möchte am Ende natürlich alle Dosen haben, im besten Fall. Das heißt, gegen Ende hin werde ich auch nochmal Level wiederholen, die ich schon mal gemacht habe. Erstes Tutorial zum Beispiel. Okay, Laserstrahl von oben. Sehr nett, mal eine Abwechslung. Die Musik wird auch schon dramatischer, wie ich finde. Wir machen es so. Wobei ich eh immer sterben. Wenn ich beim nächsten Mal sterbe, gucke ich mir hier mal die Werbung an, die da so hängt. Okay, wir haben hier urplötzlich so ein... alles klar, ich muss im Scheinwerferlicht bleiben. Schon verstanden. Ich bin ja nicht von gestern. Okay, immer schön mittig bleiben, mehr oder weniger. Damit ich Reaktionszeit habe. Aufstehen! Oh, das war knapp. Checkpoint Nummer 1. Cool. Nein! Verdammt. Egal. Die reagieren auch direkt. Also, sobald ich mal nicht im Strahl bin, werden sie mich umhauen. Das heißt, bei solchen Dingern muss ich jetzt wirklich gut reagieren. Wow, sogar in der Luft. Okay. Alles klar. So. Hey, da muss ich echt aufpassen. Krass. So, hier aufpassen. Hier haben wir nämlich ein Messer. Das heißt, du musst im Prinzip komplett unbeschadet durchkommen, weil jeder Hit, den du einfängst, der auch ein bisschen was mitnimmt. Und Zeit auch kostet. Das hat man gerade wieder gesehen. Ich will mich eigentlich auf die Messerlanze da stellen. Hier drauf will ich mich stellen. Und dann komme ich nicht schnell genug vorwärts. Wieder auch ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ein bisschen, ich habe Lampenfieber, wenn man so Highlight von irgendwas ist. Oh, da kam wieder so ein Hammer, schnell weiter. Okay, also die, was gut ist, wie ich finde, ist, die Schatten von Gegenständen zählen nicht. Ich habe leider kein, ich habe leider zwei Dinge nicht bekommen. Zwei Dosen hat er nicht bekommen.
Ich will ganz kurz passieren. Passiert nichts, okay. Ist einfach nur dunkel. Entschuldigt, dass es für euch halt auch so dunkel ist, aber für mich halt auch. Ich sehe gar nichts. Also ich sehe nur die leuchtenden Dinger vor mir. Ich darf also nicht zu schnell gehen. Sobald man zu schnell geht, läufst du halt ins Nichts. Deswegen muss ich hier ein bisschen warten. Ist aber eine sehr, sehr nette Idee, wie ich finde. Also dieses hier, dass du immer warten musst, damit der nächste Block aktiviert wird. Weil in der letzten, im letzten Part habt ihr ja gesehen, ich gehe mal hier zurück, da ist eine Dose. Im letzten Part war es ja so, da ist nichts, also zurück. Dass ihr schnell sein musstet, ihr musstet ja immer im Schatten bleiben. Hier haben wir jetzt einen Part, wo du nicht schnell sein darfst. Also da drüben ist auf jeden Fall was, das sehe ich. Ja, das hat man gesehen, da ist wieder was. Können wir drauf springen, okay. Da ist wieder eine Lücke, die wir überspringen müssen. Hier wäre natürlich unfair, wenn nur ein Block-Ding ist. So, umschauen, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Versuchen wir es trotzdem in die Richtung, oder? Wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Was ist da los? Zu früh, oder? Oh, gerade nicht so. Alles klar, da ist wieder die Lücke. Ah, da sieht man was. Dann machen wir hier mal so eine kleine Abkürzung. Haben wir da hinten noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Wir gehen trotzdem mal hier weiter vor. Nö. Hier ist nichts. Keine Dose übersehen. Alles klar. Jetzt können wir jetzt hier durchlaufen. Nein! Ich habe gerade noch gesagt, da kann man hier durchlaufen. Dann passiert sowas. Oh nee, nicht nochmal das Ganze. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt zu unvorsichtig war. Aber okay. So, hier machen wir die Rechtskurve. Hier machen wir auch eine Rechtskurve. Nochmal eine Rechtskurve. So, jetzt gehen wir hier natürlich den Weg, weil wir hier wissen, da können wir abkürzen. Entschuldigung, jetzt draußen, da wird gerade ein Bus geparkt. So, jetzt können wir hier, glaube ich, durchlaufen bis dahin. Und dann cheaten wir. Genau. Was? Ich hab's verpasst, ist wieder dieses Lichtspiel. Ja, ist wieder das Lichtspiel, alles klar. Alles klar, immer schön abwechselnd. Licht, Schatten. Wow. Kommen da random Sachen runtergefallen, das ist auch nicht schön. Ich wollte unbedingt die Dose noch haben. War ein Fehler, hätte ich nicht machen sollen. Aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Die Dose da rechts hätte ich auch gerne, schaffe ich aber jetzt nicht mehr. So, jetzt kommen die hier. Wow. Da musst du echt flüssig durchkommen. Ich will mich jetzt mal hier so ein bisschen nach darstellen, weil ich gerne diese Dose hätte. Nee, ist unmöglich. So. Bisschen weiterziehen. Okay. Zwischen zwei Bauklötzen gefangen sterben. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, weil ich auf die Uhr geguckt habe. Das habe ich jetzt nur gemacht, um die Dosen halt zu kriegen. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier Konzentration in dem Level. Da kommen die. Gleich kommen die zwei nebeneinander liegenden. Okay, okay. Immer weiter. Dose nehmen wir mit. Sehr gut. Was halt unfair ist, wenn einem diese Dinger da direkt auf den Kopf fällt, aber geschafft. Sehr schön. Was sagt die Uhr? 20 Minuten. Wieder ein Blick auf die Uhr, der tödlich endete. Gut, ich sage, wir haben manchmal mal einen Cut. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part dabei. Wenn es weitergeht, guten Rutsch und tschüss.